wunderschönen guten Morgen vom Gullesfjord Campingplatz auf den Lofoten. Wir waren eigentlich schon so ein bisschen auf dem Weg raus und haben auch die letzten Tage, also raus aus den Lofoten, haben auch die letzten Tage nicht so wirklich gevloggt. Das lag einfach daran, dass ich nach dieser Reinebringen-Wanderung mich ein bisschen erkältet habe oder zumindest nicht gefühlt habe, habe mich dann hingelegt. Ja, und wenn man nicht fit ist, dann hält man auch nicht die Kamera in der Hand, dann arbeitet man auch nicht so viel. Ja, jetzt sind wir wieder weg. Katrin ist schon draußen am Sport machen. Jetzt werden wir gleich mal ein bisschen diskutieren. Ich würde ja unheimlich gerne Whale-Watching machen. Da müssen wir nur nach Andenes hochfahren. Das ist von hier nochmal 2 Stunden. Alex und Dona sind in die andere Richtung gestern weitergefahren oder beziehungsweise stehen geblieben, weil die nicht mit Pepe abends noch losfahren wollten. Und jetzt wäre das für die 3-Stunden-Fahrt, für uns 2-Stunden-Fahrt. Allerdings auch in die falsche Richtung, weil wir wollten wieder Richtung Schweden rüberfahren. Also wir haben uns noch nicht so ganz festgelegt, wo es hingeht. Wir bleiben flexibel. Mal raus. Mal raus. Mal spazieren. Frühstück ist fertig. Meine Frau hat mich überstimmt, wir fahren nicht Wale gucken, weil das wäre tatsächlich hier. Hier sind wir, dann müssen wir noch hier ganz oben nach Andenes hochfahren. Und wir wollen aber jetzt Richtung Abisko, Kiruna nach Schweden rein. 4 Stunden, Wohnmobil habe ich gerade fertig gemacht, muss noch Wasser ablassen. Und Schnupsi möchte noch mit ihren, Schnupsi, ja nicht nur Schnupsi, weil du hinter der Kamera stehst, möchte mit den Kindern noch Boot fahren. Ja, ich glaube eher, ich fahre alleine Boot. Die Kinder wollen gar nicht. Zwischenstopp in Narvik. Wir hatten es ja gestern versucht in Hachstadt, da waren wir aber zu spät. Jetzt haben wir hier in Narvik Gasflaschen auffüllen lassen. Die haben in Skandinavien ein anderes System vom Verschluss her, aber es gibt glücklicherweise eine LPG-Gas-Webseite, wo man eigentlich jede Station anfahren kann und die machen dann einen, auf Norwegisch sagt man Po-Filling, also ein Auffüllen. Ein Auffüllen und zahlt dann nach Gewicht. Ich habe jetzt gerade bezahlt 520 Kronen, also ungefähr 52 Euro für eine Flasche komplett befüllen und eine Flasche nochmal halb befüllen, also 11,5 plus 5, also irgendwie so 16, 17 Kilo. Muss mal genau auf die Abrechnung aufgucken. Geht also. Und jetzt muss ich noch einbauen und dann geht es weiter zu Alex und Dona, mit dem wir uns dann heute wieder treffen. Wir stehen direkt am Meer, es gibt was zu essen. Wer hat gekocht? Le Maestro. Ja, genau. Nach Anleitung von Madame. Es war ungefähr so, dass sie gesagt hat, ich muss mir meine Fingernägel ablackieren, übernimm mal bitte, rühr mal in der Pfanne. Und ich hatte keine Ahnung. Und fürs Kleinschneiden bin ich gut und fürs Abwaschen bin ich gut. Aber alles andere habe ich eine Anleitung. Da habe ich meine bezaubernde Frau, die das macht. So, jetzt gibt es hier eine Gemüsepfanne. Guck mal, Peanut Butter steht drauf. Wir brauchen noch einen Hefeflocken. Wir brauchen noch einen Aufheller für die Kartoffeln. Ja. Genau. Und wir haben gerade mal reingeguckt in der Schublade. Lass mal direkt offen, was man mitnimmt. Oder, also ich weiß gar nicht, das haben wir das gekauft? Das brauche ich und das ist für Pancakes zum Wenden. Zeig mal, was haben wir noch? Und das hier. Diese 3 Sachen brauche ich. Ah, nee, und das. Leg die mal alle hier hin. Tatsächlich, die Dinge, die ich tatsächlich brauche, ist das hier zum Umrühren, das hier zum Auffüllen, wenn es soßig ist. Pancakes machen wir ab und zu auch mal. Tatsächlich. Die gehen damit nicht? Nee, siehst du doch. Das ist zum Umrühren, das ist Pancakes. Und das hier zum Auffüllen für die Kartoffeln jetzt. Aber das kann man auch damit machen. Und das machen. Ist, wenn du etwas. Statt unseres Mixers, weil wir haben ja keinen Mixer mehr. Doch, haben wir. Wo? Das ist der Pürierstab. Ja, aber ist ja der Mixer. Nein, der Vitamix ist nicht mehr dabei. Diese beiden Sachen brauchen wir de facto nicht. Also wir werden eins. Doch, der Pinsel, den brauchen wir, wenn wir mal das Auto von unten malen wollen. Nein, aber wir werden was verschenken. Dona hat nichts zum Verschenken. Wir haben ja die Challenge, verschenke was. Wir haben ja gleich 3 Sachen zu verschenken. Einmal die Lederjacke, dann das und dann das. Okay, wir werden uns gleich auf die Suche machen. Wir haben auch noch was anderes. Wir haben unfassbar viele Stifte. Was
Aber den hier, den kann man auch benutzen, wenn man einen Topf was nehmen muss und da ist irgendwie Soße oder Wasser drin. Und dann fließt das einfach da raus und der andere Rest wird hier gefiltert. Warte. Hat sich das Auto angespritzt. Was war denn das Ziel? Unsere Nachbarn nass zu machen. Nein, nicht in die Kamera. Die haben noch eh eine Badehose an. Was trau dich? Jetzt. Wieder das Auto, oder? Nein, leider nicht. Nein, das ist eine. Schießen. Ja, die ist aber im Bad. Also jetzt. Aus dem Winkel. Deine Chance. Du musst auch treffen. Ich schieß doch blind. Was für ich muss treffen. Ich bin blind, Mann. Bisschen regnerisch sein, jetzt mal bis. Ich sitze hier eigentlich nicht. So, für uns geht's weiter. Wir haben jetzt gerade Donna und Alex aufgeschlossen, haben die ein bisschen mit dem Wal abgespritzt. Und jetzt geht's rüber nach Schweden für uns. Das ist ein Orca. Ein Orca ist ein Wal. Orca und Wal, das ist ein Unterschied. Orca ist ein Art. Orca ist ein männlicher Delfin. Kein Wal. What? Anna und die wilden Tiere, oder wer hat dir das beigebracht? Ein Orca ist der männliche Delfin. Ja. Nein, das ist ein Orca. Hä? Pass auf, hör auf, hör auf. Jetzt fahr, du, aussteigen. Hör auf, bitte, hör auf. So, wir müssen jetzt losfahren. Ab nach Schweden jetzt. Ich mag Flexi nicht. Aber dann musst du üben. Weil da darf da kein Zug drauf sein. Und diese Leine ist nur fürs Halsband gedacht. Schon ein bisschen spät. Ich weiß gar nicht, wie spät es eigentlich ist, aber... Warte, was kann ich dir sagen? Oh, warte, leid dir rum. Halb neun? 20:33 Uhr. Also es ist halb neun. Wir sind auf schwedischer Seite. Wir waren eben noch beim Einkaufen, wollten ein bisschen Hundefutter kaufen. Gab es aber nicht. Das müssen wir morgen organisieren. Hier ist ein See. Wir stehen extra an dem See, damit Marie wieder baden gehen kann. Teich. Das war ein Wunsch. Ja, aber es ist ein Süßwassersee. Sie möchte nicht im Salzwasser baden, weil es ihre Haut brennt. An ihrer Haut brennt. Und wir werden jetzt mit dem Hund noch mal eine Runde gehen. Wir werden den Vlog an dieser Stelle einfach beenden, weil dann kann ich ihn auch gleich schneiden, wenn ich zurückkomme. Morgen geht es dann weiter. Und ja, back to be in Sweden. Auch schön, wobei ich sagen muss, ich fand Norwegen einfach landschaftlich 1000-mal schöner. Aber so ist es. Naja. Was? Also ich finde Schweden schöner. Achso, ich wollte ja mal zeigen, wie viele Camper hier stehen, warte. Und dann machen wir Schluss. So, gute Nacht.